Servus miteinander und herzlich willkommen bei einem kleinen Infovideo zum Thema Intune Records Let's Plays. Wie geht's denn hier weiter? Ja, ich möchte euch kurz informieren, warum zuletzt weniger Videos kamen, warum jetzt dann wieder mehr Videos kommen sollen, was genau ansteht, welche Projekte und wie ist das? Ananas. Ja, was kommt denn als nächstes? Ich will doch dieses... Nein, ich will kein Ping. Was ist denn das hier? Hallo? Kein Ping. Nein. Das geht nicht mehr weg hier. Ich bin hier... Geht nicht. Gut, dann müssen wir eben in Ping weitermachen. Ich versuche hier ein bisschen am imaginären Regler zu drehen, um das wieder hinzukriegen. Ja, jetzt haben wir ein bisschen Schwanken. Gucken, das so. Ja, okay. Problem gelöst. Folgendes. Zuletzt kamen weniger Videos, weil ich ein wenig im universitären Stress war. Das heißt, ich musste eine Hausarbeit fertigstellen, was einerseits viel Zeit gekostet hat, andererseits auch die Motivation für zusätzlich noch Videos aufnehmen ein bisschen runtergeschraubt hat. Deswegen habe ich es einfach nicht hinbekommen, da zusätzlich noch was aufzunehmen. Die Sache war dann die, dass ich halt meinen Puffer von Minecraft-Videos verbraucht habe und jetzt momentan quasi nichts in der Hinterhand habe. Das heißt, ich muss jetzt dann erstmal das Aufnehmen wieder anfangen, die ganzen Videos planen und das wird dann alles so ab nächste Woche wieder ins Rollen kommen. Wird wie folgt aussehen: Minecraft geht ungehindert weiter, wird auch mindestens zweimal die Woche erscheinen, schätze ich mal. Zusätzlich werde ich folgende Projekte jetzt demnächst erstmal versuchen abzuschließen, bevor überhaupt was Neues kommt, damit ich auch, eine gewisse Linie drin habe in dem, was ich machen will. Das heißt, beenden werde ich jetzt demnächst Sonic Heroes. Dann natürlich Schrei nach Freiheit, den DLC zu Assassin's Creed 4 Black Flag, der ja sowieso nicht so lange ist. Also ich denke, da werden höchstens noch 3 Episoden kommen. Dann möchte ich gerne noch zu Assassin's Creed 4 Black Flag, dem Originalspiel, noch 1-2 Folgen machen, wo ich noch die legendären Schiffe rupfe. Die FIFA 14 Ultimate Team Road to Glory möchte ich gern beenden. Da sind auch noch so 2-3 Folgen offen. Ich muss mich jetzt allerdings auch erst wieder in Liga 1 spielen. Da ist ein bisschen was schief gelaufen, deswegen dauert das auch ein bisschen, bis das wieder kommt. Kann auch sein, dass ich das FIFA-mäßige nach der Road to Glory auf einen Zweitkanal auslagere, einfach um eine Struktur in das ganze System reinzubringen, dass ihr nicht wählen müsst, was ihr guckt, sondern dass ihr auf eurem Lieblingskanal sein könnt, den anderen halt quasi nur noch so mit abonniert, trotzdem eine gewisse Struktur habt. Wenn ihr sagt, ich habe Bock auf FIFA, gehe ich auf den Kanal, wenn ich Bock auf was anderes habe, gehe ich auf den anderen. Einfach, dass ihr da auch ein bisschen Auswahl habt, auf welchen Kanal ihr geht. Vielleicht kann auch der FIFA-Kanal ein bisschen mehr FIFA bringen, einfach weil das auch in letzter Zeit ein bisschen kurz gekommen ist. Ja, Sonic Heroes ist in Street 4 Black Flag und FIFA wird jetzt dann erstmal beendet. Über die nachfolgenden Projekte möchte ich jetzt noch nicht so viel verraten. Die werde ich dann im Rahmen von kleineren Infovideos oder anderen Bekanntmachungen noch vorstellen. Soweit wäre es das auch von mir gewesen. Wenn ihr noch Fragen habt zu dem, was jetzt dann kommt, wie das Ganze aufgeteilt sein wird, schreibt mir. Facebook ist in der Beschreibung, Twitter könnt ihr euch auch gerne bei mir melden oder natürlich in den YouTube-Comments. Würde mich tierisch über Anregungen und Nachfragen freuen. Werde auch freudig alles beantworten, was ich bekomme. Und ja, abschließend bleibt mir nur noch zu sagen, das Ganze wird sich auf Montag, Mittwoch, Freitag beschränken. Das heißt, ihr werdet 3 Videos die Woche haben, schätze ich mal, wenn alles glatt läuft. Und am Wochenende wird es dann nicht unbedingt jede Woche, weil ich das wahrscheinlich nicht hinbekomme, aber an den Wochenenden wird es dann Let's Test Videos geben. Das heißt, die werden ein bisschen länger ausfallen, so 30 bis 60 Minuten, wo ich am Stück einfach ein Spiel anspiele und euch darüber erzähle, wie ich es finde, wie es grundsätzlich ist und was die Community darüber gedacht hat, darüber denkt, je nachdem aus welchem Zeitalter das Spiel stammt, ob es jetzt aus dem Mittelalter stammt oder doch schon aus unserer Zeit. Das wird sich dann alles sehen. Soweit wäre es das von mir. Ich bedanke mich für euch fürs Zuschauen bei diesem Infovideo und hoffe, ihr seid bei den nächsten Projekten und bei den nächsten Schandtaten, die ich hier verbreche, wieder live dabei. Bis denne und bis zum nächsten Mal und bis wann auch immer. Stay tuned!